Hallo Na! Arena-Zeit ist da! Moin Freunde, was geht ab? Trimax da, kommt hier wieder hoch. Diesmal nicht. Oh Leute, wir sind maximal aufgeregt. Dank Greenscreen nicht dabei. Maximal aufgeregt. Arena. Für die. Nochmal einen Schluck aus der Beruhigungstasse. Für die Adrian. Für die Kanal-OGs hier unter euch. Beim letzten Mal war der Part schon hart. Der Arena-Part und der. Und der Part danach war harter. War harter. 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 So. Weißt du was? Nicht lange schnacken. Ihr wollt einen Fight sehen. Genau. Den wollen wir euch geben. Oh, oh, oh. Endlich bist du ihr Ärger. Ich fange auch mit Ben an. Ben ist der Arenamann. Ben ist der Arenamann. Ich nehme Lukas, weil der guckt immer so grimmig. Ah, guck mal. Mal. Oh, wie viel? Drei Pokémon, ne, glaube ich? Ja. Scribe Marshall, Alter. Oh, halt's Maul! Point. Oh Gott! Ja! Gut, aber okay. Ich glaube, ich brauche mit meiner Steinattacke da jetzt nicht kommen. 24. Aber es ist gut, dass ich mit Fenotor geliebt bin, weil ich habe einen Biss. Der trifft sehr effektiv. Okay. Gengar Steph-Werte. Kannst du mal eben bitte gucken, ob das Ding was kann? Moment. Ich muss mal eben gucken, was Gengar als Nachtliebe ist. In Ordnung. Rihornior. Ach du Scheiße, ey. Rihornior. Wer kommt hier mit? Gengar und Rihornior kommen hier gleich um. Ich hätte sie nicht nachmachen sollen. Welches Level? 24. Null. Nur normale Attacken. Und ein Gift-Heap eventuell. Na. Aber eigentlich. Ich hoffe mal, dass er jetzt kein Gift-Heap hat. Das ist nur der Stampfer. Der könnte halt wehtun. Ja. Aber sonst. Jetzt kommt die Grimasse. Sonst nur normaler Tag. Gut, ich treffe ihn aber vierfach effektiv mit Rasierblatt. Und Rasierblatt kann auch mal kritten. Oh, so, Lukas. Jetzt kommt der Stampfer. Lukas Ehemann. Okay, ist gut. Black ist aber da. Gengar ist weg, Freunde. Ach, du ahnst es nicht. Da pushen die hier gleich sowas raus. Enikus. Was? Och, Mann, aber. Freunde. Okay. Super Trank. Ja, ist in Ordnung. Er kann dir nicht so viel wehtun. Der trifft auch sehr effektiv, oder nicht? Ja. Aber hätte ich das gewusst, hätte ich direkt das Rasierblatt gemacht, dann wäre er weg gewesen. Ah, okay. Enikoro, normal, da gehe ich auf Party raus. Ich schreck zurück! Hä? Natürlich. Zweiter Stampfer und ich schreck zurück. Reicht der? Ja. Oh, Crit. Ja, jetzt Crit er, ne? Hätte eben schon gereicht. Wahrscheinlich Robustheit ist auch nicht gebraucht. So, Zertrümmerer. Sehr effektiv, den Deathrock nehmen wir mit. Den nehmen wir anscheinend nicht mit. Citrobeere. Oh, das ist das Stärkste. Oh, gut. Sehr gut, sehr gut. Ich habe übrigens auf Paddy den Seegesang raufgeballert. Kann das Ding Biss? Tyrakrok. Und ja, ich glaube ja. Ich glaube, Kanimani lernt früh Biss. Ich glaube, der kriegt das sehr früh. Welches Level? 26. Der kann Fuchtler, Eiszahn, Grimasse, Biss. Der hat Eiszahn gelernt. Eiszahn. Ah ne, warte, Platin, ja doch, Eiszahn, ja. Aber er kann kein Fuchtler. Okay. Weil bei Platin, bei Diamant und Perl kriegt er 24 Fuchtler und hier bei Platin kriegt er Dreschflegel. Hm. Dann kommt. Aber der Eiszahn ist natürlich kacke, ne? Ja, aber dann mache ich das mit Ben. Ja, er hat nichts gegen Ben. Nee, und die Eisattacke, Eis Resist. Es wäre der Eiszahn gekommen. Der hätte alles im Team getroffen. Bitte kein Freeze. Ja, Enikoro ist auch weg. So, Hyperzahn. Letztes Pokémon, Freunde. Nein! Was denn? Hyperzahn verfehlt. Oh, Paddy, Sägesang, sehr gut. Natu. Freunde, dann machen wir auch safe. Dann machen wir einfach safe. Gehen wir auf Iris. Drücken Ladungsstoß. Und dann war's das mit Natu. Da machen wir keine halben Sachen. Da wird hier nichts irgendwie herum experimentiert oder so. Ladungsstoß. So, bitte jetzt irgendwas ganz Entschmackiges, weil dann kann ich. Ganz Entschmackiges? Ja. Pupita. Igor. So, ich hab's geschafft, Freunde. Ich hab sie besiegt.
Pupita. Pupita genau. Ist Gestein. Ist das Gestein oder Gesteinboden? Gesteinboden. Level 24. Fuchtler. Fuchtler, Grimasse, Steinhagel, Kreideschrei. Das sind die letzten vier. Der Fuchtler ist böse. Aber, okay, er hat auch schon 84er Base-Angriff, ne? Kannst du... Wie, was für eine Death-Wette hat Julian Bam? 47. Was haben die anderen noch, die voll sind? 47. 55 Verteidiger. 55. Sogar mehr. Aber, naja, theoretisch kann er mich mit nichts richtig treffen. Der Fuchtler ist kein Stab, trifft mich auch nur. Ja, trifft neutral. Ach komm, Amy. Gehst du in Amy raus? Ja. Ich würde jetzt aber jetzt überlegen. Ja, kommt der Fuchtler. Ja, jetzt guck mal, was er macht. Das waren 24. Wenn ich jetzt aber eine Attacke mache, kriege ich durch den Seegesang ja wieder was dazu. Ja, ich hätte jetzt gedacht, ob du nicht Black heilst und dann mit dem Rasierblatt vierfach effektiv triffst. Ja, das kann man natürlich auch machen. Weil ein Fuchtler tankst du auf jeden Fall noch. Easy. Mhm. Ich weiß nicht, wie die Death-Werte von Dings sind. Von Black? Ja. Tankt der zwei Fuchtler? Wie schnell ist... Amy ist auch schneller. Sehe ich das gerade richtig? Ja. Die Speedbase von Pupita ist minimal. Ist 51. Gut, ich gehe davon aus, ich weiß jetzt aber nicht, ich kann jetzt hier nicht mehr drinnen bleiben. Ja. Ich muss auf jeden Fall raus. Ja. Black ist... Er wird mir keine 75 machen mit dem Fuchtler. Nee. Ist jetzt auch die dritte Runde, dann müsste er verwirrt sein, ne? Es wäre jetzt der dritte. Glaube ich. Er hat zweimal angegriffen. Guck mal, Tengut hat eine 80er Innet-Base. Ich gehe jetzt auf Black. Auf Safe ist der schneller. Okay. Fuchtler. Okay, jetzt dürfte 75 mich nicht und 25, 26 ja. Abgezogen. Ein Crit tötet dich aber, ne? Aber du outspeedest. Ich outspeede. Du outspeedest, aber es ist die Frage, ob du den... Wenn er nochmal Fuchtler drückt und dich krittet, ist Black weg. Wie wahrscheinlich ist das? Das ist nämlich jetzt die Frage, Freunde. Wie wahrscheinlich ist das? Wenn ich ihn aber kritte, ist er auch weg. Es vielleicht reicht auch so schon. Die Death-Werte von Pupita, ich weiß gar nicht, ob die so gut sind. Der ist noch nicht mehr voll entwickelt. Der 70er Base. Marvin. Ja, drück. Okay, der Speed ist, war klar. Und er kann ja noch verwirrt sein. Oh ja, Mann. Der Black. Wir sitzen einfach, Mann. Kein Pokémon verloren. Alter. Bam. Ich werde gebettiert diese Orden. Gebben! Gebben! Der ist jetzt hier neben mir. Da. Da. Oh, Leute. Da oben. Da. Ist das nicht. Hier neben mir. Da. Hier, guck mal, da. Da. In die Richtung. Da bist du gekommen. Da. Da ist er jetzt. Da. Digge. Da. Finger. Machst du. Da. Oh, Team 65, bitte was Gutes. Komm schon. Komm schon, was Cooles! Drachenwut! Stand da eben auch. Ich hab Zielschuss. Ist Drachenwut jetzt gut oder schlecht? Das
zieht halt immer 40 ab, ne? Ah ja, ich weiß nicht. Ich weiß es auch. Warum renne ich da längs? Achso, okay. Weißt du, was jetzt kommt? Ja. Freunde, der Part ist noch nicht zu Ende. Und jetzt. Aber das Fernsehteam steht hier. Sie könnten vielleicht ja gar nicht den Weg versperren. Das glaubst du aber selber nicht. Ich bin schneller als sie. Ich zeige euch das. Und los. Oh Leute. Jetzt, sie sind noch nicht raus. Ich schaff das. Jetzt kommt der nächste Schrecken. Jetzt kommt das Schreckensgespenst quasi. Ich schaff das. Oh, hier bin ich falsch. Du musst nach rechts, ne? Ja. Oh, ich, das hier ist, unten. Das, kommt, jetzt kommt dieses nicht, andere Nervöse. Die sind noch nicht... Warte, warte. Hier ist... Ach, jetzt bin ich hier schon reingelaufen. Ja, warte. Ich sehe ihn schon. Ich hab da keinen Bock drauf, Mann. Da ist er, Freunde. Da waren, ist wir er. Letztes Mal, waren wir letztes Mal schlechter gelevelt? Nein. Also, doch. Ja, wir waren schlechter gelevelt und hatten weniger Pokémon. Und ich, wir hatten keinen Iris Black. Du hast es auch geschafft, du. Ich hab's. Leute, der nächste Kampf steht an. Was ist das für ein Part? Rein, komm. Oh. Rein. Ja, scheißegal, komm. Sehr ich hab letztes Mal auch gesagt, los, komm. Hast du gesagt? Ja, und dann haben wir verloren. Ja. Also, was danach kommt, wissen wir gar nicht, weil ich habe noch nicht weitergespielt. Oh, Leute. Mir graut das so ein bisschen. Vier Pokémon. Ich habe ein bisschen Baldrian genommen. Skorkler. Oh, okay, komm gleich mit dem Skorkler. Okay. Komm, Zellrock, mach jetzt nicht so ein. Fritzelblitz. Level 25. 25? Oh, Frank, was haben wir da getan? Aber Amy kommt, Amy. Also Skorkler sieht aus, ich dachte erst, es sieht aus wie ein Skorkro, aber es ist ja ein Skorkler. Zum Glück. Yauda. Was okay. Kann der? Yauda, Angriff von... Oh. Käfer und Licht. Ach komm, da bleiben wir drinne. Da ist immer noch eine Vierfach-Eisschwäche hier mit dem da Spiel. Da ist die Amy und die macht da mal eben kurzen Prozess. Huh. Ihr könnt gar nicht... Alter. Lukas Fernando, ey. Der Allerechte. Ihr wisst gar nicht, wie mein Herz gerade schlägt. Level 23. Black. Oh, Quaxo. Black. Oder komme ich mit? Ich habe nicht geguckt, was kommt. Oh. Melissa muss noch trainiert werden. Aber sonst wäre das Melissas Auftritt. Hypnose. Flohkiefer müsste ja hier noch von Monostahl sein, oder? Ja. Der es den Fehltypen noch nicht gibt. Genau. Party, no Party, no Party. Alter. Oh, das ist doch nicht wahr! Was ist denn da immer los? Hypnose geht daneben. Ja, ist ja auch Psycho und Licht. Ah. Ich hoffe, dass das so ist. Nee, da würde da keine Wirkung stehen, ne? Blockduft. Fluchtwärtsig. Okay, ist ja noch, ne? Aber ich habe ja den Patronenhieb, um da mal eben kurz zu clearen. Oh, Party, Alter. Deathdrop. Der kommt einfach nicht mehr. Ach, der kommt einfach nicht mehr. Du willst auch zu viel. Level 27, Black, Level 27. Oh. Selber hat gerade gesagt, er kann auch fies sein. Ja? Hm. Da habe ich wohl überlesen. Damit. Amy Level 26. Schluckhock. Party, Alter. No Party, Alter. Das ist eine Maschine. Mit Seegesang nur. Geht ab, der Aal. Reptane. Ich mach mal ein paar Tonen. Mal gucken, was der macht. Reptane. Pflanze. Oh, der ist 27? Den hatte ich dann noch nicht. Nee, Paddy ist drin, Lukas. Ich muss auf Lukas gehen, dann mit dem Pulverschnee. Kreideschrei, okay, ist in Ordnung. Der Pulverschnee, der muss jetzt aber drücken. Also Lukas, jetzt will ich was sehen hier. Der muss aber jetzt pushen, ne? Der muss pushen seinen Urgroßvater. Also ich weiß nicht, wo Iris... Nein, die Black, ne? Nur Black. Das ist gut, das ist ein Two-Shot, das ist sehr gut. Black. Zornklinge. Ja, aber die steckt sich ja nur durch. Ja, ich hatte gerade ein bisschen Angst. Specki? Specki hat sich entwickelt und ist übergelaufen, oder? Was kann das Ding? Kann dann Stampfer? Ja, aber das ist normal. Oh, kann der Walzer? Kann der schon Walzer? Fuck, der kann Walzer! Der kann definitiv Walzer. Schlurp. Schlurpleck. 27, oh, das ist auch noch der stärkste, ne? Aussetzer, Stampfer, Wickel, Abschlag, Einigler. Der Walzer kommt erst auf 33. Oh, ich bin's! Tim!
Oh Gott, hab ich da. Julian Bam kommt dann rein. Aussetzer. Aussetzer schlug fehl. Dann machen wir mal einen Doppelkick, falls er nochmal Aussetzer macht. Nee, warte mal. Nee, alles gut. Ich hab mir gerade laut gedacht. Das zieht 40 ab. Das war gerade sehr effektiv. Hat zweimal doppelt. Das Ding ist ja. Oh, der ist bulky aber, as fuck. Obwohl, das ist aber 95 Genauigkeit. Ja, okay. Nee, ich nehme den Eissturm weg. Ich spiele lieber beides. Ich kann Lukas nämlich auch mitspielen. Stampfer und. Der drückt aber auch wieder rein, der Boy. Der böllert aber, ne? Das reicht aber nicht. Einen brauchst du noch. Alter, das ist aber auch ein. Wenn du ihn heilst. Ich möchte eigentlich auch nicht in die Verwirrung rein. Ach scheiße, du bist ja auch verwirrt. Ja. Wenn der Tank ein Stampfer. Ja? Ja. Da, ich vertraue Ben. Da ist ein Rixbleaser. Ben, du hast mein Vertrauen. Aber es ist Eis. Da könnte ich mit Putty rein und wieder einen Zertrümmerer drücken. Und die Kopfnuss. Bam. Was für ein Kopfball. Wie war der? Allernächte! So weit war ich noch nie! Weiß gar nicht, was passiert hier! Oh nein, Angeberei! Oh, scheiße. So. Immer du hast verloren, ja. Alter, dieses Rechtsblieser ist aber auch noch ein bisschen beschissen hier gerade, ne? Also ich bin jetzt auf plus 2 durch Angeberei, ich bin aber auch verwehrt. Soll ich den Zertrümmerer jetzt drücken, Frank? Na komm, der kann mich mit nichts eigentlich komplett wegböllern. Jawohl, kommt durch. Plus 2, sehr effektiv. Das Ding ist erledigt. Zielschuss. Oh, Leute. Es ist passiert. Da ist die nächste Route. Nächste Route und wir können zwei Encounter fangen. In Zahlen 2. Ich gehe schnell heilen und wir haben noch ein bisschen. Oh, da bin ich jetzt aber aufgeregt. Freunde, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich bin aufgeregt. Alter. Oh, wir haben es geschafft, Frank. Was ist das für ein harter Part? Das ist der härteste Part ever. Baldrian. Ja, nehme ich auch einen Schluck. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist, so viel zu trinken, aber... Ich habe den Titel gerade übrigens hier schon mal geleakt, ne? Ja. Der härteste Part ever. Ah. Denn ever. Vielleicht ist das Kamerateam jetzt ja auch weg. Meinst du? Einfach nur mal gucken, weil dann ist. Dann hätten wir ja noch eine Rude. Ja. Jetzt willst du aber viel, ne? Nee, ich will nur gucken. Jetzt willst du aber viel, nee, ich will nur gucken. Okay. Sind nicht weg. Nee, lauf. Aber wir haben trotzdem 2 Encounter auf der nächsten Route. Auf 200. Wir werden es jetzt sehen. 200? 9! Oh, guck mal, da ist auch gleich Rasen. Da schreibe ich doch irgendwann die Zahlen hier auf. 209. In Klammern 1. Oh, Leute, das ist ein richtig guter Party. Wenn wir jetzt noch zwei gute... Hier ist auch ein Item. Ich habe Mulch gefunden. Sternbrief. Schön die Beine da oben. Und... Chillast. Pflanze. Chillast ist cool. Möchtest du erstmal weiter gucken? Also an sich wäre es ein cooles Teammitglied, was man auf die Bank packen könnte. Aber die Sache ist, ich hätte gerne auch wieder ein Teammitglied fürs Team. Ja, gebe ich dir recht. Volbeat. Da ist dein Käfer-Pokémon. Boah, da muss ich aber los, Alter. Da muss ich jetzt aber... Der ist nur Käfer, ne? Vielleicht hat er noch ein bisschen Flug drin. Nee, nur Käfer. Hast du nicht, Marvin. Hast du nicht. Das ist schon mal gut. Ja, ich weiß. Freu dich. Oh! Du hast leider gerade Käfer gefunden. Oh, ist das behindert. Und ich möchte deinen Typen ja nicht wegnehmen. Ich muss sie jetzt fangen, ne? Ja. Und ich guck mal, ob ich noch was Tolles finde. Käfer, ja. Weil der ist nämlich Gesteinkäfer, ne? Ach man, toll, Wenner, toll! Ja, Frank, hast du ein Hühnerbein, ne?
Hast du hier einen Hyperball? Und ein Safari-Ball? Ach Mann, ey, das fängt genauso beschissen an wie die letzten. Was machst du da denn jetzt? Ich fang den. Ach. Ich bitte dich. Ja, was? Ich weiß gar nicht, wie ich ihn angreifen soll. Das Bärchen ist von belastet sein Urgroßvater. Versuch's doch zumindest. Der hat eine Zügeattacke, komm. Versuch es doch. Stimmt, bei der Genesung. Silberblick. Was kann das Ding eigentlich? So, noch ein. Na, aber guckst du gleich mal. Was er kann? Brauchst nicht mehr gucken. Teleport kann er. Teleport. Ah! Teleport kann er. Okay, okay. Die Ochse. Was hatten wir denn hier auf Route 208? Weiß ich, habe ich gar nicht aufgeschrieben. Nee. Naja, du hattest D. Du hast Gestein gerade, ne? Jetzt, ja. Und ich habe Volbeat. Leider nicht gefangen. So, Amoroso ist Gesteinwasser. Gesteinwasser. Aber du hast ja Bernard, das ist ja Stein. Ja, also kannst du ja weiter gucken, ne? Ja. Oh! Kindwurm! Oh, bitte kein Deoxys, bitte kein Deoxys, bitte kein Deoxys, bitte kein Deoxys. Das ist doch nicht wahr! Das ist doch nicht wahr! Der kriegt jetzt eine Kopfnuss, dann streckt er zurück. Und dann kommt der Hyperball. Den Bot. Er outspeedet mich einfach. Alles klar! Oh, das wäre schon wieder Volbeat gewesen. Gibt's ja auch noch irgendwas anderes, wo man sagt, Mensch. Haben wir noch eine neue Rune? Können wir noch woanders hin? Ich sehe da. Ach scheiße, ich bin in den Trainer rein. Schwalbini. Oh, nein, ich krieg zweimal hintereinander den allerechten Deoxys. Den allerechten. Oh, das hat er auch noch vier. Ach Leute. Ja, dann machen wir den jetzt nochmal eben fertig. Leute von heute. Wird resisted. Ja, ich wollte die Attacke mal ausprobieren. Ach so, das ist cool. Die trifft sehr effektiv. Sehr effektiv. Oh, ich geh ja schon weg. Oh, guck mal, ein Pichu. Kann der schon eine Donnerattacke? Ja, der pusht gleich den Donner, Alter. Ich hab ein bisschen Angst, weil ich würde gerne sonst weiterklicken, um das so schnell zu beenden. Aber du weißt nicht, was danach kommt. Mit dem Walzer käme ich aus, das kann kacke enden. Frag mal Sandy. Aber wenn er daneben geht, kann ich doch wechseln, oder nicht? Nee, wenn du gelockt bist, bist du gelockt. Achso, wobei, wenn er daneben geht, das kann natürlich sein, das weiß ich nicht genau. Aber es ist halt belassen sein Usfaller, ne? Ah, komm mal, Amy. Komm ran, junger Mann. Komm hier, jetzt Mädel, komm ran, junger Mann. Mit dem der hier auf jeden Fall weiter drücken können. Oh, oh. Iris, du bist absolut meine Win-Condition. Wenn ich dich mal verliere, weiß ich nicht, wie ich die Nuzlocke weitermachen soll. Oh, Bedrohung. Ich glaube, wenn du den mal verlierst, dann ist sowieso allgemein vorbei. Warum drehe ich nicht wieder eine Aquawelle? Ja. Och Mann, Frank, ey, wir hatten zwei neue Teams, wir haben extra sogar die Doppeldings. Und dann kommt zweimal Deoxys Volbeat, Alter. Hier. Ja, ich bin Idomise, ey. Oh, das ist zum Kotzen. Ach Mann, ey. Da steckst du nicht drin, ne? Nee. Da steckst du einfach nicht drin. Man hätte auch einfach Cleverness oder Clever. Ich hatte gerade Nasenbluten sein Urgroßvater und hab gedacht. Mondgewalt? Ja, eine Mondgewalt, das hätte Amy so ein bisschen wehgetan. Also ich muss ja sagen, Lukas ist ja momentan also zweites MVP, auf jeden Fall. Und Paddy. Also die drei, das sind absolute Säulen in meinem Team. Mit Anton und Vernard muss ich noch gucken, weil die müssen halt noch so viel gelevelt werden, ne? Och, och. Weil du nicht gefangen hast. Ja, aber er hat ihn gefangen. Er ist ja alle echte. Aber ich hab einen Biss. Pass auf, dass nicht der Teleport macht. Im Trainerkampf? Ja.
Ah, guck, zack. Lukas MVP Nummer 2. 900 EP, Level 29. Halleluja. Das schmeckt, das hätte ich auch gerne gehabt. Auf jeden Fall. Nur leider. Aha. Uah. Ja. Das war viel zu fast und viel zu furious, dieser Fahrtrank. Ja. Können wir nochmal gucken, was mich, was uns sonst noch hier so. Ja, Deoxys. Was uns sonst noch hier so erwartet hätte. Außer Volbeat. Volbeat. Ach du. Vielleicht ist da so ein Schwarm. Ich habe hier ein Nest gefunden. Ja. Ein Volbeat-Nest. Oh Gott! Also bis jetzt ist die Auswahl hier nicht so toll, Frank. Kann ich dir nicht sagen, ob das da irgendwas ist. Man hätte ich mal bloß Schillers genommen, ey. Okay. Kindwurm, Volbeat und Formio. Schillast wäre gut gewesen, ne? Ja. Dann wäre das Pärchen Schillast und Volbeat gewesen. Aber so. Alter, da kommt der Kopf nicht. Nee, das Ding hier auf den Sack, Mann. Da kommst du einfach nicht drauf klar, ey. Mach hier mal ein Doppel-X, weil wir es ja zweimal verkackt haben. Doppel-X, ey. Bist du hier immer noch im Trainerkampf? Ja, ja. So, einmal noch gucken hier. Mal gucken, was hier noch so ist. Ja, die Oxys hat das geklärt. Mann! Ist Bambi wieder zuerst normal oder Wasser? Normal. Schelast und Kangama wäre ein geiles Pärchen geworden. Ne? Hätte wenn und aber. Alles nur Gelaber, ich weiß. Ich kann Anton noch mal eben den Dings hier wiedergeben. Den EP-Teiler. Habe ich das gerade richtig gesehen? Da hat ein Pokémon 120 KP. Ja. Party! No Party, Alter. Wieso? Ist doch schon Level 27. Ja. Kann man doch auch mal. Natürlich. Ne? Da will ich auch nichts gesagt haben. Ist halt eine Maschine, Junge. Hätte das vorgewusst, dann hätte Ben hier wirklich durchgehen können. Schön mit Sägesang, Alter. Richtig auf 31er. Herrlich. Bambi lieber? Ja. Also, du warst am Anfang nicht überzeugt von Bambi, ne? Und Bambi selber da draußen war auch nicht überzeugt von Bambi. Nee. Und dann kam Togekiss und plötzlich... Bambi lieber! Bambi lieber! Ben und der Walzer, das war halt... Das stimmte halt. War passt stimmig. Und passte... Aber es gibt ja erstmal wieder mehr Kohle hier, weil Julian Bam war dabei. Ah, ach so, wegen dem... Lachsrauch. So, bevor ich jetzt hier weitergehe, gibt es nochmal ein Gegengift für Melissa. Ja. Und dann geht's ins Pokémon Center und das ist hier aber auch wirklich. Dann ist aber auch mal Feierabend. Ja. Und dann werden wir im nächsten Part ungeahnte Weiten erforschen. Also, da geht's erstmal in die nächste Rude. Ich habe Angst vor den Trainern da. Vielleicht kriegen wir Anton und Bernard auch mal wieder ein bisschen gelevelt. Oder bei dir Melissa, ne? Melissa ist, glaube ich, schon Level 24. Also, die kommt auf leisen Sohlen. Schön wäre, wenn sie einen Dollarblitz hätte. Oh, der wäre schmackhaft, ne? Ja. Dollarblitz? Dann Kuss geht raus, sag ich dir. So ein Donnerblitz ja. Und Donnerschock, Donnerwelle hätte ich auch gehabt. Mhm. In diesem Sinne, Freunde. Ampel, Leute. Liken und hypen. Kommentiert, wenn es euch gefallen hat. Kommentiert, damit wir neue Namen haben, hier auf unserer schlauen Liste, die ihr nicht... Doch, könnt ihr doch sehen. Damit ihr schöne Namen haben. Bis dahin würde ich sagen, halt die Haare. Wieder schon reingehauen? Ne, halt die Haare. Lass sie weh.